Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster hier heute am Sonntag. Ja, heute kommt das, worauf sehr, sehr viele von euch gewartet haben. Ich habe mit Hilfe der Browsersuche mal nach Hashtag und PC, also für Planet Coaster, gefiltert die ersten drei Zeichen, die ihr eingeben musstet, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und es waren einfach mal unglaubliche 578 Teilnehmer beim Gewinnspiel. Wow, ich muss sagen, ich bin wirklich ziemlich platt. Richtig krass. Ich habe jetzt einen Gewinner. Ich überlege nur, ob ich das jetzt schon sage. Wisst ihr was? Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Ich bin heute so richtig gemein. Wir dekorieren noch ein kleines bisschen hier in puncto Bäumen, denn ich wurde gebeten, den fliegenden Teppich noch ein bisschen mehr zu integrieren. Werde ich natürlich tun. Ich hoffe auch, dass bald noch ein bisschen mehr Fairy-Zeugs hier reinkommt. Und ich wurde gebeten, die Achterbahn in Blau zu bauen und dann halt wirklich so ein bisschen ruhiger. Werde ich machen. Ich habe heute schon wieder ein neues Artwork gesehen. Und zwar war da so ein Topspin drauf abgebildet. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Topspin ist, das ist so ein Ding, wo eine Gondel zwischen zwei Armen hängt, die Gondel dann so rumwirbeln und auch schon mal bei Kopf stehen lassen und solche Scherze. Wer vielleicht das Phantasialand kennt, das Talokan ist so ein Teil. Ich bin es nie gefahren, ich mag sowas auch überhaupt nicht. Muss ich sagen, nicht unbedingt, weil mir schlecht wird, aber ich kriege, wenn ich zu lange über Kopf gehalten werde, kriege ich relativ leicht Kopfschmerzen. Und deswegen fahre ich sowas nicht. Angst oder so habe ich davor nicht, aber ich weiß einfach, dass es sinnvoller ist für mich, das nicht zu tun, wenn ich noch was von meinem restlichen Aufenthalt im Park haben möchte. Sagen wir es so. Ich brauche ja auch dringend mal noch ein paar Tannen für unser Fairy Woods Projekt hier hinten. Dafür brauche ich definitiv mal noch Tannen. Ich hoffe, Tannen kommen auch bald mal rein. Weil ich finde einfach, in so einen richtigen Märchenwald gehören einfach auch Tannen rein. So. Hier stellen wir noch einen Baum hin. Und wir hier mal so einen kleinen Hügel machen, vielleicht, wo wir oben, den wir so ein bisschen mit so farblichen Büschen bewachsen lassen, aber halt wirklich nur einen relativ kleinen Hügel. So, in der Mitte einmal einen dann halt hoch, höher rausragen lassen. So. Und da jetzt halt, dass er so in den Ritzen quasi drin wächst. Oder auch hier so ein bisschen außen. Ist jetzt nicht wirklich tausend und eine Nacht, aber gut. Was ich auch gefragt worden war, ob ich nicht so ein bisschen so steppentechnisch was in Richtung König der Löwen machen kann. Und das hat mich auch eine sehr, sehr gute Idee gebracht. Es gibt natürlich auch momentan noch kein Steppenzubehör, aber was haltet ihr denn davon, wenn wir später das so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen Disney-like machen, den Fairy-Bereich. Dass wir wirklich so den Disney-Bereich machen. Denn einen Pride Rock könnten wir im Endeffekt jetzt schon bauen. Das wäre rein theoretisch möglich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen möchte, weil, wie gesagt, es ist halt, es gibt noch nichts, was ähnlich aussehen würde. Dass ich, wie gesagt, zusammen mannmäßig was bauen kann. Es gibt noch nicht sowas wie Schirmakazien oder Affenbootbäume oder sowas. Das habe ich einfach noch nicht. So, hier jetzt, wenn jetzt hier so ein Springbrunnen rauskommen könnte, das wäre doch voll cool. Na gut. Aber ich glaube, das hier ist trotzdem auch schon ganz schick soweit. Ich würde hier vielleicht noch so zwei Teile hinsetzen. Einfach, dass wir hier so ein kleines bisschen mehr Deko haben. Gut. Ich überlege gerade, wo wir mit der Achterbahn anfangen. Erstmal muss ich hier bei Rides wieder was eingeben. Apropos, ich bin jetzt schon häufiger gefragt worden, ob ich nicht mal so eine Bahn machen kann, eine Achterbahn bauen kann, die ganz langsam durch den Park geht, um sich die Sachen ansehen zu können.
Werde ich nicht machen, denn ihr seht hier bei Rides gibt es auch diese schicke Registerkarte Transport. Das heißt, so Transportwagen, so Railroads oder was auch immer dann hier reinkommen wird, das wird später noch geben. Und eine Achterbahn dafür Zweck zu entfremden, glaubt mir, das habe ich früher bei Rollercoaster Tycoon 1 gemacht und das ist nie gut angekommen bei den Besuchern. Das mögen die nicht so. So, ein Box-Blind-Track. Das war das, was ich bauen wollte. Ich überlege gerade, wie wäre es denn, wenn man vielleicht hier so anfangen würde, auf so einem kleinen Hügelchen drauf. Und man dann... Ja, könnte man ja mal überlegen, dass man das vielleicht so macht. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir das machen können. ein bisschen kürzer die Schienen bitte direkt. Und direkt mal so und... Direkt so. Einfach ein bisschen Schwung in die Bude. Aber halt erstmal nur ein bisschen. Aber schon so, dass sie direkt auch auf den Boden runterkommen. Oh, das war falsch. Zack. Was haben wir hier eigentlich? Attach Camera, okay. Was will er mir denn hier bauen? Das will ich aber so gar nicht. So. Ich möchte, dass die Achterbahn hier bis ganz runter auf den Boden geht. Kann ich das so nicht bauen? Warum kann ich das denn so nicht bauen? Bin ich so zu niedrig? Hä? Warum kann ich das so nicht bauen? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Machen wir es einmal noch so und dann machen wir so. Und jetzt will ich aber noch mal ein bisschen zur Seite bauen, bitte. Jetzt wieder gerade. So. Und da wird nämlich unsere Warteschlange drüber gehen. Und das hier machen wir auch so ein bisschen... was Theming-Technisches hin. Wir machen die jetzt, ich versuche sie so zu machen, dass sie schon ein bisschen langsamer ist, aber trotz allem, dass man damit auch was erleben kann. So, da brauchen wir jetzt erstmal Ketten. So, das ist ja jetzt eigentlich nicht so steil. Da oben machen wir... Oh, nee, da brauchen wir die Ketten noch. Hier brauchen wir die Ketten jetzt nicht mehr. Also das ist jetzt nicht so hoch. Da haben wir schon deutlich Schlimmeres gebaut. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Ich würde sagen, wir machen hier ein ganz kleines Stückchen runter. Dass wir einfach ein kleines bisschen Schwung bekommen. Machen jetzt hier aber schon wieder gerade, weil ich will jetzt hier noch ein bisschen gerade bauen. Ich hoffe, das funktioniert so, nicht, dass wir hier stehen bleiben. Ich will nämlich jetzt gucken, dass ich hier irgendwie so ein bisschen durchbaue. Zwischen den Bäumen durch. Das kann ja durchaus sein, dass ich den einen oder anderen Baum nochmal verrücken muss. Aber ich finde es ganz cool, wenn die Achterbahn so wirklich vielleicht erst im Nachhinein gebaut wird, nach anderen Attraktionen. Dann kann man sie nämlich irgendwie besser integrieren. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, wir machen jetzt hier eine relativ lange Kurve. Das ist jetzt gar nicht mehr so lang, wie es ursprünglich geplant hatte. Nein! Falsch. Das ist dann wieder zu eng.
Moment. Hier muss ich mal gucken, wo ich hier rauskomme. Ich sehe nicht mehr, wo ich bin. Warte mal, können wir das nicht noch eins tiefer bauen? Ja, noch eins tiefer geht. Das ist nämlich dann richtig episch. Und jetzt bauen wir wieder so und wieder so leicht nach oben. Boah, die wird mir viel zu krass groß, muss ich sagen, eigentlich. So, hier jetzt aber bitte geradeaus. Hier jetzt wieder runter. Wird. Sind wir da zu dicht an dem, Sind wir da zu dicht in der nächsten Attraktion? Ach, das ist ja schade. Ich hätte das da jetzt sehr gerne drüber gebaut, so. Ja, dann müssen wir es halt. Dann müssen wir es. Müssen wir doch hier nochmal eine Kurve machen. Hoppala. Jetzt ist aber meine Stimme noch weg. Vor lauter Schreck. Meine Stimme ist weg vor lauter Schreck. Kann ich das nicht? Warum kann ich denn das nicht mehr in den fliegenden Teppich bauen? Das ist doch doof. Stopp, das wollte ich nicht. Jetzt vielleicht dann wieder geradeaus. Und runter zu. Das ist jetzt also wirklich unsere. Das ist so Tinkerbells Rundflug oder sowas. Jetzt hier nochmal eben geradeaus. Beziehungsweise Höhe halten. Stopp, zurück, zurück, zurück. Dafür bitte einmal so. Jetzt die Schienen ein bisschen kürzer. Und nach so. Warum kann ich. Warum. Hä? Warum kann ich denn da? Ich möchte aber bitte einlenken. Warum kann ich denn da nicht lenken? Das verstehe ich jetzt nicht. Das hier möchte ich jetzt bitte so runterbauen. Jetzt einmal so. Warum kann ich denn da keine Kurve bauen? Kann mir das mal jemand verraten? Dann müssen wir das nämlich einen Ticken anders machen. Stopp. Das ist dann bitte auch schon weg. Nee, gerade bitte. Nein, 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 nein. Okay. Jetzt wieder langsam runter. Wir können hier keine Rechtskurve machen. Ich verstehe. Aha, jetzt geht's. Stopp.
Hallo? Ich will jetzt nicht noch weiter in die andere Richtung. Warum kann ich das denn hier nicht machen? Da müssen wir den ganzen Bereich anders bauen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Na gut. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wie gesagt, einige Bäume müssen wir jetzt halt verrücken. Wir das ein bisschen anders lösen müssen. Der hier zum Beispiel ist an sich, steht der hier schon ganz geil. Aber wir müssen den einen Ticken weiter. Der schwebt jetzt. Das war auch nicht im Sinne des Erfinders. Dann schwebt er nicht mehr. So schwebt er nicht mehr. Von wem sind jetzt die ganzen Äste? Der hier muss zur Seite rüber. Ich glaube, so bekommt man... Ja, doch, ganz knapp bekommt man so Äste durchs Gesicht gewischt. Der hier ist anscheinend leider zu groß. Da müssen wir einen kleineren hinmachen. Viel werde ich jetzt hier aber nicht mehr machen. In der heutigen Folge. Ja, es ist hier gerade so ein bisschen tricky. So kann man das hier hinsetzen. Und so, dass das da so ein bisschen eingewachsen ist. Weil dann passt es vielleicht genau so, dass wir da durchfahren und nichts in die Augen bekommen. Was extrem nice wäre, wenn es klappt. Aber es kann auch sein, es klappt nicht. Können wir den hier vielleicht einen kleinen Ticken höher setzen? Den da? Der schwebt schon an der Stelle. Ha, ha, ha. Wenn ich den jetzt noch einen Ticken nach links verschieben könnte, dann wäre es eigentlich nahezu perfekt. Dann machen wir einfach unten einen kleinen Stein hin, dass man nicht mehr sieht, dass er nicht hundertprozentig da drin steht. Im Boden. Ich glaube, das hier ist aber so die einzige Möglichkeit. Wir versuchen es einfach mal. Und schwebt er hier auf der Seite schon? Das geht noch. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, mit der Achterbahn machen wir in der nächsten Folge weiter. Aber... da ist ja noch was. Ich muss ja noch den Gewinner bekannt geben, beziehungsweise eine Gewinnerin darf sich jetzt freuen. Und zwar gratuliere ich ganz, ganz herzlich der Judith Flückiger. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es tut mir leid, dass nur einer gewinnen konnte, dass ich nur einen Alpha-Key zur Verfügung hatte. Ich hätte euch wirklich am liebsten allen eingegeben, weil ich finde einfach das Spiel so großartig, dass ich es lieber viel, viel mehr Leuten ermöglichen würde, es jetzt schon zu spielen. Weil ich kann mir vorstellen, was für einen Mega-Fun ihr damit haben würdet. Mal schauen, ich weiß es nicht, ob sowas nochmal kommt. Aber wenn ich nochmal die Möglichkeit habe, nochmal an Alpha Key zu kommen, dann lasse ich es euch natürlich wissen. Nochmal vielen, vielen Dank und ein dickes Sorry an alle, die nicht gewonnen haben. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Judith. Und Achtung, Judith, wir brauchen jetzt natürlich deine E-Mail-Adresse, dass wir dich kontaktieren können und dir die entsprechenden Daten zuschicken können. Schreib uns die am besten hier über YouTube in einer privaten Nachricht oder über unsere Facebook-Seite. Darüber kannst du uns am besten kontaktieren. Und ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, euch gefällt die Achterbahn bislang. Und dann bis morgen. Tschüss.